In den letzten Wochen vermeldet Kiew enormen Landgewinn in der Offensive gegen den russischen Besatzer. Das freut nicht nur den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, auch die westlichen NATO-Staaten blicken mit Hoffnung einem möglichen Ende des Putin-Imperialismus entgegen. Wie der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz vor den Vereinten Nationen erklärt: Putin wird seinen Krieg und seine imperialen Ambitionen nur aufgeben, wenn er erkennt, er kann diesen Krieg nicht gewinnen. Russlands Eroberungskrieg gegen die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen. Präsident Putin führt ihn mit einem einzigen Ziel, sich der Ukraine zu bemächtigen. Selbstbestimmung und politische Unabhängigkeit zählen für ihn nicht. Dafür gibt es nur ein Wort. Das ist blanker Imperialismus. Nun gibt es eine Reaktion des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ich möchte diejenigen, die sich solche Äußerungen über Russland erlauben, daran erinnern, dass auch unser Land über eine Vielzahl von Zerstörungswaffen verfügt. Und zwar in einigen Bereichen sogar über modernere als die der NATO-Länder. Und wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, werden wir ohne Fragen zu stellen alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Russland und unser Volk zu schützen. Dies ist kein Bluff. Putin erklärt per Dekret eine Teilmobilisierung. Diese Teilmobilisierung beginne noch am Mittwoch. 300.000 von insgesamt 25 Millionen Reservisten in Russland sollen eingezogen werden. Die eingezogenen Reservisten würden den gleichen Status und die gleiche Bezahlung bekommen wie die jetzigen Vertragssoldaten und auch vor dem Fronteinsatz noch einmal militärisch geschult, versichert Putin. Mit der Teilmobilmachung sollen vor allem die Personalprobleme an der Front gelöst werden. Der Präsident kündigt zudem die mögliche Annexion ukrainischer Gebiete mit Hilfe der Referenden in den besatzten Gebieten an. Neben den selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Ostukraine wollen auch die von Russland besetzten Gebiete Cherson und Saporischschja im Süden über einen Beitritt zu Russland abstimmen lassen. Die Scheinreferenden sollen vom 23. bis 27. September abgehalten werden. Sie gelten als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes. Wir können nicht, wir haben kein moralisches Recht, unsere Lieben den Henkern zu überlassen. Wir können nicht auf ihren aufrichtigen Wunsch, ihr Schicksal selbst zu bestimmen, verzichten. Die Parlamente der Volksrepubliken des Donbass sowie die zivil-militärischen Verwaltungen der Regionen Cherson und Saporischschja haben beschlossen, Referenden abzuhalten, um die Zukunft dieser Gebiete zu bestimmen und uns, Russland, um Unterstützung gebeten. Das klingt bei einer Stellungnahme von Volodymyr Zelensky ganz anders. Wir setzen die Stabilisierungsmaßnahmen in Gebieten fort, die von der russischen Besatzung befreit wurden. Neue Fakten über russische Gräueltaten werden aufgezeichnet. Menschen zeigen uns, wo sich die Folterkammern der Besatzer befanden, wo sie die Leichen versteckten und sagen über diejenigen aus, die den Besatzern geholfen haben. Ich danke allen Strafverfolgungsbeamten, die an der Aufdeckung der Wahrheit und die von den Besatzern begangenen Verbrechen beteiligt sind. Ich danke allen, die ihnen helfen. Es ist eine kolossale Aufgabe, die notwendig ist, um Gerechtigkeit herzustellen und alle zur Rechenschaft zu ziehen, die sich der Verbrechen gegen die Ukraine schuldig gemacht haben. Ein von den Russen initialisiertes Referendum wird hier wohl kaum die Meinung ändern können.